Oft sind es Minuten, die über Leben und Tod entscheiden. Wenn der Notarzt im hessischen Marburg alarmiert wird, muss er die Lage am Einsatzort mit einem Blick erfassen. Denn jeder Fall ist anders. Jeder Patient muss individuell versorgt werden. Killesmann, aber ich bin der Notarzt. Haben Sie auch Schmerzen? Bauchschmerzen, Brustschmerzen? Ich horche mal auf Ihre Lunge drauf, ja? Machen Sie es ganz toll, ja? Super. Guter Patient. Ein Druck in der Brust? Diese Diagnose Lungenödem würde ich unterstreichen. Wir müssen Sie mit ins Krankenhaus nehmen. So geht das ja nicht mit der Luft. Keine Infusion ablegen. Die müssen laufen, sonst ist der Mann tot. Kurzen Blick aufs EKG. Sieht aus, als hätte er einen Rieseninfarkt. Kann nur sein, dass wir in wenigen Metern anhalten müssen und der Patient verstirbt. Ganz ruhig atmen. Sie sehen schon viel besser aus als vorhin, als wir gekommen sind. Wir helfen Ihnen, dass das mit der Luft besser wird, ja? Mitten in Marburg. Ein Rollstuhlfahrer wurde leblos aufgefunden. Notarzt Clemens Kill ist da, um zu helfen, doch nicht jeder will sich helfen lassen. Hier, junger Mann, pass mal auf, ja? Ihr macht das hier los und ich gehe da raus. Nein. Doch. Nein. Was? Ist nicht. Wer draußen im Rollstuhl sitzt Hallo, und nicht ordentlich Luft holt... Dann will ich deinen Namen... Kill, ich bin der Notarzt. Ja, machst du das jetzt hier los? Also es gibt die Variante, wir fahren zusammen ins Krankenhaus. Ich habe auch ein Messer, dann schneide ich das durch. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du machst das hier los oder ich schneide es weg. Nein. Beides was? Nein. Ja. Du bleibst jetzt hier sitzen, bis die Polizei kommt. Gut, alles klar. Okay? Dann schneide ich es durch. Ja. Viel Spaß. Aber Personalien. Personalien haben wir. Ist ein langjähriger Polytoxikum. Ja, ja. War im Methadon-Programm und aktuell nimmt er wohl Benzos. Ja, das da ist. Ja. Sind die zwei Opfer zu planen? Genau. Ja, natürlich doch Opiate. Ein bisschen Heroin. Ich gebe mir das Messer. Was? Ich habe kein Messer. Das ist auch eine ganz doofe Idee. Weil jetzt kommt die Polizei und wenn er dann ein Messer in der Hand hat, weil er nicht freiwillig mitfahren möchte. Nein! Oh Mann, dann fahr doch mit hoch. Ich fahr nicht, warum denn? Du fährst mit der nächsten neuen wieder runter. Nein! Ja, und dann kommen Bullen. Willst du Bullen am Start haben? Ja, dann werden wir Bullen am Start haben. Oh Mann, du bleib doch mal ruhig. Nee. Wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen und einfach freiwillig mitkommen? Nein. Er ist hier von einem ärztlichen Kollegen aufgefunden worden, tief bewusstlos und ist sozusagen nur durch diese Intervention wieder auf die Beine gekommen und ist jetzt, nachdem die erste Wirkung seiner Medikamente, die er vermutlich gerade genommen hat, abgeflaut ist, ist er jetzt im Zustand, dass er das eigentlich nicht mehr witzig findet und das alles gar nicht möchte, aber auch nicht in dem Zustand ist, dass man ihn hier rauslaufen lassen kann. Was könnte sonst passieren? Nö, er könnte wieder vom Rollstuhl runterfallen oder irgendwie sich wieder in die Ecke stellen und nicht mehr richtig Luft holen. Und insofern ist das einfach ein Gefährdungspotenzial. Wir können ihn jetzt nicht einfach loslassen und das muss man mit der Polizei klären. Aber wir dürfen keine Gewalt auf ihn. Er hat nur geschlafen und er war auch nicht bewusstlos. Nein, er hat nur keine Luft geholt. Das ist schon ein Unterschied, ja? Ich war 5 Minuten bevor ich. Wir brauchen es nicht diskutieren. Da war ein Anästhesist, der das gesehen hat. Der hat ihn künstlich beatmet. Als ich wieder aber zwischendurch hat er nicht geatmet, ja? Und deswegen lasse ich ihn so nicht gehen, ja? Es gibt zwei Wege: Krankenhaus oder Polizei. Er kann doch selber entscheiden. Er kann reden, er kann aufstehen. Lamentieren, bis die Polizei kommt. Der Notarzt übergibt der Staatsmacht die Regie. Guten Tag, hallo. Der Herr da drin, der ist aus medizinischer Sicht jetzt vital völlig stabil, aber ich kann ihn so, auch aggressiv wie er ist, letztlich auch wie alkoholisiert, nicht einfach in den Verkehrsraum entlassen. Aus meiner Sicht ist er haftfähig. Ja? Aber wir müssen halt jetzt sozusagen die Situation insgesamt müssen wir halt abklären, wie wir da verfahren. Wir haben hallo! Ja. Jetzt ist mal gut. Hallo, legen Sie sich mal ganz normal hin. Nee, ich will mich jetzt... Hallo. Ich will jetzt weg. Ja gut, jetzt machen wir das auf, weil er sonst sich selbst zu sehr gefährdet. Ja. Gib mir mal einen Rollstuhl. Ja, der Rollstuhl ist draußen, da passen wir drauf auf. Ja. Gucken Sie mich mal an. Schauen Sie mich mal an. Ich bin ganz klar. Ich weiß. Guten Tag. Ist bei mir Schütz alles. Ist mein Name von der Polizei. Ja, wir kennen uns. Ja, kennen wir uns. Ich werde jetzt ganz einfach nach Hause gehen. Ja, ich bin Zustand ganz fit. Hört sich jetzt nicht so gut an. Ja. So. Machen wir jetzt nicht so den fittesten Eindruck. Haben Sie denn für mich mal einen Ausweis da?
Da ist doch was Ausweis. Ja, ist doch schon. Kabel machen wir jetzt mal, bevor das noch Schaden nimmt, ab. Das sind sowieso schon weitestgehend abgebaut. Nehmen wir weiter. Ja. Wenn noch irgendwas ist, würde ich auch direkt einen Doc einen Arzt anrufen. Ja. Ne? In der Lage, Sie sind auch in der Lage, auf ihn aufzupassen, oder? Ja, das denke ich doch. Also, wenn eine medizinische Behandlung nicht nötig ist, das spreche ich mit den Ärzten ab, können Sie ihn, wenn hier nichts dagegen spricht, können das Sie ihn dann okay, klar. Unter Vorbehalt. Ich muss jetzt erstmal schauen. Ja. Ja? Einsatz beendet. Für das Notarztteam gibt es hier nichts mehr zu tun und auch die Polizei tritt den Rückzug an. Da gegen den Rollstuhlfahrer nichts vorliegt, wird er seiner Freundin und seinem Schicksal überlassen. Die Wache in Marburg, rund um die Uhr besetzt. Notärzte und Rettungsassistenten in ständiger Alarmbereitschaft. Der Piepser klingelt, wir starten durch. Letztlich zählt jede Sekunde. Ein Patient im plötzlichen Kreislaufstillstand hat mit jeder Minute, die wir verlieren, 10% weniger Überlebenschance. Sobald wir alarmiert werden, haben wir 60 Sekunden Zeit, zum Fahrzeug zu laufen, drücken das Hallentor auf, ziehen den Netzstecher, ziehen die Jacke an, einsteigen, losfahren. Nach 60 Sekunden müssen wir auf der Straße sein. Höchstens 60 Sekunden. Bei der ersten Alarmierung wissen wir noch relativ wenig und wissen eigentlich nur eine Richtung, in die wir losstarten. Details erfahren wir erst, wenn das Fahrzeug rollt. Alarm für Notarzt Dr. Kill und seinen Rettungsassistenten Heiko Ramert. Der Bewohner eines Behindertenheims hat das Bewusstsein verloren. Als das Team eintrifft, liegt der Mann am Boden. Sein Herz schlägt nicht mehr, schon seit Minuten. Betreuer hatten bereits mit Wiederbelebungsversuchen begonnen. Endlose 20 Minuten lang kämpfen die Retter um das Leben des Mannes mit allen Mitteln. Laut zählen. 9, 10, 11, 12. Stopp. Beine drücken. Beobachteter Kreislaufstillstand mit Kammerflimmern, also letztlich klinisch tot. Wir wissen nicht warum, an sich relativ junger Patient. Und wir versuchen jetzt, das Herz wieder zum Schlagen zu kriegen. Wir beatmen künstlich. Wir geben Medikamente, die sowohl die Herzfunktion als auch die Kreislauffunktion versuchen sollen zu verbessern und wieder anzuregen. Und wir versuchen, das Kammerflimmern mit Elektroschocks zu durchbrechen, was im Moment noch nicht gelingt. Herzdruckmassage unterbrechen, alle weg vom Patienten. Achtung, Defibrillation, Achtung, Schock. Und weiter drücken. Wären Sie so nett, einmal das zu halten? Da müssen wir gucken, wann sie abgelöst werden muss. Ja. Ja. Na geht's. Ja. Und dann ist er in Ihrem Beisein bewusstlos geworden. Ja, hier auf dem Bett. Ich habe dann versucht, mit Beatmung zu beginnen. Er ist aber verschleimt. Ja. Und wir haben was auch können Sie denn über Vorerkrankungen sagen? Er hat Diabetes. Er ist aber öfters abgängig hier und dann nimmt er natürlich seine Medikamente auch nicht regelmäßig. Er ist eigentlich immer ein Abgänger. Er will immer raus. Also er hat den Drang nach draußen und wenn er dann mal irgendeine Anforderung hat, die ihm nicht in den Kram kommt, dann wird er schon mal aggressiv, verbal und auch gegen andere. Offenbar ist der Heimbewohner ein Mensch mit sonderbaren Gewohnheiten. Lauthals pflegte er, deutsche Schlager zu singen. Und wenn er das Heim verließ, kannte er manchmal nur ein Ziel. Er ist öfters mal in die Klinik halt und wenn er halt unterwegs war in Marburg, hat sich in Anführungsstrichen dort eingewiesen, war auch schon bekannt, darf dann mal eine Nacht in der Notaufnahme schlafen. Dann holen wir ihn halt wieder ab. Also ist dann auch immer schwierig zu gucken, hat er jetzt wirklich was, hat er nichts. Aber gut, jetzt war es offensichtlich. Ne? Da oben die Kollegen hat er schon das eine oder andere Mal halt auch Nierenschmerzen, Magenschmerzen, Leber, Galle. Das ist so sein Hobby gewesen, sag mal. Mal kurz Herzdruckmassage stoppt. Noch ist nicht ganz klar, was die Ursache des Herzstillstands war. Nach fast einer halben Stunde erste Lebenszeichen. Fraglich ein bisschen Puls. Je länger das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird, umso gravierender die möglichen Folgeschäden. Sieht aus, als wäre ein Rieseninfarkt. Weiter drücken. Soll ich übernehmen erstmal? Ich kann machen. Okay. Was wir jetzt versuchen, ist, das Blutgerinnsel medikamentös aufzulösen, sodass das Herz letztlich wieder Durchblutung gewinnt und die eigene Leistung wieder
kriegt, die es braucht, damit er überlebt, ja. Wie schätzen Sie die Chancen ein? Auf Wiederherstellung des Kreislaufs vielleicht auf 10-15%, auf ein Überleben stehenden Fußes auf 5-10%. Drück nochmal weiter. Assistierend sozusagen. Schneller. So schnell wie möglich muss der Patient in die Klinik. Sieht gut aus, also. Für den Transport muss sein Zustand so stabil sein, dass er unterwegs nicht verstirbt. Das ist jetzt Adrenalin. Das macht eine maximale Verengung der Gefäße, um den Blutdruck zu steigern. Das macht eine maximale Steigerung der Herzkraft und der Herzgeschwindigkeit. Also es ist insgesamt irgendwo hier so. Er ist ganz, ganz kippelig im Moment vor den Kreislaufverhältnissen. Wir versuchen das jetzt mal zu gucken, ob diese Lysemedikation, das Auflösen des Herzgerinnsels wirkt. Das dauert bis zu einer halben Stunde. Das kann sein, dass wir nur eine halbe Stunde hier sitzen und versuchen, das irgendwo auszutirieren, bis wir in einem Zustand sind, dass wir mit halbwegs stabilen Verhältnissen losfahren können mit ihm. Vielleicht ist in einer halben Stunde auch alles vorbei. Doch entgegen allen Befürchtungen zeigen Elektroschocks und Herzdruckmassage, Medikamente und Beatmung nach einer Stunde Wirkung. Der Mann ist transportfähig. 3, 4 und hoch. Manchmal muss man als Notarzt auch improvisieren können. Und dieser Schnee in den Müllsäcken wird auf den Körper draufgelegt, um die Körpertemperatur zu senken, damit wir die Prognose für das Überleben des Gehirns verbessern. Wenn innerhalb weniger Minuten oder Stunden die Körpertemperatur für ungefähr einen Tag auf 32 bis 34 Grad gesenkt wird, dann überleben mehr Patienten in einem guten Zustand. Und wir versuchen das jetzt mal zu improvisieren. Wir haben gerade Schnee, also nehmen wir Schnee in eine Eistüte und versuchen das damit zu machen. Das ist einfach mal so ausprobiert. Einer kommt an die Leisten, einer kommt an den Kopf. Der Kopf ist das, was entscheidend ist zum Kühlen. Haben wir einen zweiten Sack? Ja. Noch immer schwebt der Patient in Lebensgefahr. Um jederzeit eingreifen zu können, begleitet ihn der Notarzt auf der Fahrt in die Klinik. Dort wird der Mann bereits erwartet. Ein Ärzteteam steht im sogenannten Herzkatheterlabor bereit, um den vermuteten Herzinfarkt zu behandeln. Je schneller der Eingriff erfolgt, desto größer die Überlebenschancen. Hier findet jetzt sofort, wenn wir hier den Patienten übergeben haben, eine Herzkatheteruntersuchung statt, um das Problem rauszukriegen. Also Frage Herzinfarkt ja oder nein. Beziehungsweise noch Reste des Herzinfarkts vorhanden. Im Moment sieht es so stabil aus, als hätten wir das Problem weitestgehend schon aufgelöst, im wörtlichen Sinne. Die Übergabe des Patienten, knapp, präzise, nüchtern. Hallo, guten Tag, Herr Schäfer. 61 Jahre, beobachteter Kreislaufstillstand mit initial rezidivierendem Flimmern, er wird langsam wach, mit über 10 Schocks und Cordarex und Magnesium. Irgendwann dann endlich konvertiert, nach 25, 30 Minuten. Erstes 12-Kanal-EKG hebt er wie verrückt. Dann haben wir auch rausgekriegt, dass er schon mal einen Infarkt hatte. Ja? Das ist das erste EKG nach ROSC gewesen. Ja? Und wir haben daraufhin bei maximal instabilem Kreislauf und gerade mit viel suprapalpablen Pulsen haben wir Heparin, Aspirin und 10.000 Meter Lyse gegeben. Und darunter ist das EKG jetzt komplett schon rückläufig. Ja. Gut gemacht wieder. Gemeinsam mit seinem Team hat Notarzt Clemens Kill vielleicht ein Leben gerettet. 90 Minuten unter höchster Anspannung. Das hinterlässt Spuren. Das ist anstrengend, denn es gibt viele, viele Kleinigkeiten, die schiefgehen können dabei. Weil man zu spät den einen anruft, dass er nicht da ist in der Klinik oder irgendwelche anderen Sachen übersehen werden oder von den 1000 Kleinigkeiten man doch irgendwas vergisst oder irgendeiner im Team etwas macht, was mir als dem Verantwortlichen aus dem Auge praktisch sich entzieht. Insofern ist das anstrengend, keine Frage. Aber wenn das 5-mal am Tag passiert, kann man sich nicht aussuchen. Es gibt auch Tage, wo man weniger arbeitet. Aber es hat ja auch was gebracht, zumindest bisher. Manchmal macht man das 5-mal und keiner überlebt. Sie helfen, wenn Leben in Gefahr ist. Bei Herzinfarkt und Schlaganfall, bei Ohnmacht und Atemnot. Die Notarztteams vom Rettungsdienst in Marburg. Dr. Jahntrup, mein Name. Können Sie mich hören? Wir sind vom Rettungsdienst, wir helfen Ihnen, ne? Vom Roten Kreuz. Ne? Wir gucken mal nach Ihnen, vielleicht ist was mit dem Zucker nicht in Ordnung. Seit 3 Tagen haben Sie Herzschmerzen. Sie kriegen ja ein bisschen Sauerstoff. Ich setze Ihnen das mal auf die Nase, ne? Ganz normal weiteratmen. Gut, Zucker bei 133. Kriegen Sie einen Tropf. Ist das denn ununterbrochen schon seit Samstag mit den Schmerzen?
Naja, wenn sie jetzt erbricht und Drehschwindel hatte? Medikamentenvergiftung ist das Problem jetzt. Für eine Spülung ist es zu spät. Und dann werden wir sie wahrscheinlich doch mitnehmen. Sie kann mit der Tablettenintoxikation in Krampfanfälle kommen. Alarm für Notarzt Dr. Jerentrup und Rettungsassistent Christopher Thon. Auf einer Landstraße nahe Marburg sind zwei Pkw zusammengestoßen. Zwei Rettungswagen sind bereits vor Ort. Hallo. 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 Was ist denn los? Genau. Eine Patientin? Ja. Ein Patient. Beide also hatten wir schon dran. Zwei Patienten nur. Hier sieht es aus nach Bauch. Ja. Da nach Kopf. Ja, okay. Okay. Ich guck mal kurz den Kopf an. Ja, ich guck mal hier. Beide Autofahrer haben den Crash überlebt und werden in den Rettungswagen versorgt. Ups. Der Notarzt kümmert sich zunächst um den Fahrer, der mutmaßlich schwerer verletzt ist. Hallo. Hallihallo. Ich kann gleich rübergehen und da ist nämlich schon gestaut und liegt alles. Super. Also er ist der Fahrer des blauen Autos gewesen. Ja. Hat keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit, keine Schmerzen außer am Auge. Ja. Pupillen sind normal. Lass mich da einmal kurz reingucken. Ist ja ziemlich geschwollen. Sie waren definitiv alleine im Auto. Alleine, ja. Ganz wichtig. Okay, Sie wissen, dass Sie auf dem Weg nach Hause waren? Ich wollte meine Kinder abholen. Wissen Sie, wie der Unfall passiert ist? Nein, das weiß ich nicht. Der Mann hat nicht nur eine Kopfwunde, sondern auch eine Fahne und muss einen Alkoholtest machen. Das Ergebnis ist eindeutig. 0,72. Die sind im Frontal, also im Begegnungsverkehr, frontal ineinander gefahren oder zumindest schräg versetzt. Wir haben keine Unfallzeugen, aber aufgrund der Spurenlage dürfte er derjenige sein, der den Unfall verursacht hat. Okay? Alle Airbags wurden ausgelöst. Der Zusammenprall muss heftig gewesen sein. Im zweiten Rettungswagen behandelt Notarzt Dr. Jerentrup die Fahrerin des weißen Autos. Sie hat ein leichtes Schädelhirntrauma, ein leichtes Thoraxtrauma, leicht bis jetzt. Und wir fahren jetzt in die Klinik und gucken und klären das ab. Sie kann sich an den Unfall erinnern, was gut ist. Das zeigt, dass das Trauma wahrscheinlich nicht so groß ist, aber ihr ist übel. Und wir haben ja jetzt eine Medikation gegen Übelkeit und vor allen Dingen auch gegen die Schmerzen gegeben. Der Lieferwagen, den die Frau gelenkt hat, ist mit heikler Ware beladen. Aber Medikamente sind im Auto. Ja. Ich habe BDM. Ach, Sie haben Betäubungsmittel im Auto. Im Auto. Ja? Okay. Die Kollegin regelt das und dann können wir fahren. Ja? Mit vereinten Kräften sorgen die Helfer dafür, dass die Fracht nicht in falsche Hände gerät. Das heißt, Sie haben so eine, das ist ein Apothekenfahrzeug oder was ist das? Ach so, okay. Ich fahre Medikamente. Sie fahren Medikamente und das sind Betäubungsmittel und die wollen Sie jetzt sichern. Die muss mein Chef kriegen. Die muss Ihr Chef kriegen, damit die nicht auf der Straße rumstehen und die nicht nachher alle weg sind. Heike? Ja, hier hast du das BDM. Ich habe das BDM, ich habe alles gekriegt. Die Medikamentekiste ist aufgegangen, es liegt alles durcheinander. Ich habe die Eltern schon angerufen und mache die Gedanken. Fahr erst mal hoch und der Rest rufe ich an. Ja. Ciao. Alles klar. Auf der Fahrt in die Klinik wacht der Arzt darüber, dass der Zustand der Patientin stabil bleibt. Und er fragt Details zum Unfall ab, aus denen sich Rückschlüsse auf Verletzungen ziehen lassen. Der kam Ihnen entgegen, ist in die Leitplanke gefahren, hat gegengelenkt, ist Ihnen in die Fahrerseite reingefahren. Und dann sind Sie in die Leitplanke, weil Sie das Auto nicht mehr kontrollieren konnten. Ich habe gesehen, das Rad ist auch komplett rausgebrochen da hinten links. Also war nicht mehr lenkbar. Sie sind dann einfach so in die Leitplanke geknallt. Ja, okay. Die Notärzte vom Marburger Rettungsdienst sind Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen. Chirurgen, Internisten, Anästhesisten. Alle arbeiten normalerweise im Uniklinikum und einige Tage im Monat im Notfalleinsatz. Übergabe der Patientin von Kollege zu Kollege. Beide Autos ziemlich zerstört, also sie und der Unfallgegner angeschnallt, alle Airbags offen. Sie hat keine Amnesie, hat keine neurologischen Defizite, allerdings Übelkeit gehabt. Sie hat gegen die Schmerzen 5 Milligramm Morphin gekriegt und ein bisschen Paspirin gekriegt. Jetzt geht's ihr ziemlich gut. Das ist ein Arbeitsunfall, denn sie fährt Arzneimittel aus.
war eigentlich auf dem Weg zu uns, gerade in unsere Apotheke. Endstation Notaufnahme, auch für den Unfallgegner. Am Auge müssen Sie mal gucken, also da hat es ein bisschen eingeblutet und eine Kopfplatzwunde. Okay. Mhm. Kopfschmerzen gibt da vorne an. Er hat eine Amnesie, halt, zumindest für den Unfall selber, danach nicht mehr. Kann sich auch an alles erinnern. Das ist aber die Luftanalyse erst, mal gucken. Ja, gleich das Schenkel-System machen. Ja, genau. Alles klar? Dankeschön. Jo. Im Vergleich zu den Autos sehen die extrem gut aus. Da sieht man schon, wie stabil und wie gut die Fahrzeuge heute sind, gerade mit den Airbags, muss man sagen. Also sie haben beide erfreulich geringe Verletzungen, wenn man die Zerstörung der Autos sieht. Und das waren einfach auch hohe Geschwindigkeiten, mit denen die aufeinander geprallt sind. Im Rettungswagen unterwegs zur Klinik ein junger Mann. Er lag bewusstlos in der Badewanne, als ihn seine Eltern fanden. Jetzt ist er wach, wenigstens halbwegs. Notarzt Clemens Kehl betreut den Patienten. Lassen Sie Augen mal auf, sonst wissen wir nicht, ob Sie richtig müde werden. Ja? Das ist ein bisschen stressig im Moment, oder? Wo? Arbeit, Familie? Oder wo? Zu viel Arbeit. Die Diagnose des Doktors, schwere Vergiftung. Er hat sicher eine unbekannte Menge an Tabletten genommen. Wir wissen nicht genau, wie viel, wir wissen nicht was. Er wirkt sehr, sehr müde, war ja kurzzeitig bewusstlos. Das heißt, es kann sein, dass das alles noch deutlich sich verschlechtert, dass er eintrübt. Deswegen muss er jetzt auf eine Intensivstation sehr wahrscheinlich. Und wenn das Ganze wieder gut ist, dann muss er in eine psychiatrische Behandlung. Denn es ist ja nicht der Regelfall, dass Menschen sich das Leben nehmen wollen. Hatte der Mann Suizidabsichten oder wollte er sich nur betäuben, weil ihn der Alltag überforderte? Die Frage ist zweitrangig. Zunächst, denn erstmal muss sein Zustand stabilisiert werden. Wie viel? Ja, wenn wir das wüssten. Tetrazepam, Diazepam, eine unbekannte Menge von den leeren Schachteln könnte es richtig viel sein. Das glaube ich aber nicht, dass die komplett voll waren. Er weiß es auch nicht mehr so genau und kann es auch nicht wirklich sagen. War das 10? Was? 10. Tetrazepam waren es die N3-Packungen. Wir haben in der Tüte alles dabei. Kommen Sie gerade hier rüber? Versuchen Sie mal selber rüber zu rutschen. Versuchen Sie es mal. Ja? Das geht schon. So, ein Internist in der Nähe. Ja. Der Pillenvorrat des Patienten üppig. Das sind alle möglichen, teilweise harmlosen Schmerzmittel, zumindest wenn man sie in kleinen Mengen einnimmt. Teilweise sind es Beruhigungsmittel, das zum Beispiel hier. Und das ist ein ganz normales Halsschmerzmittel. Wir haben das mal alles mitgenommen, was es so gibt. Ja. Und die entscheidenden sind diese beiden hier, die schon erhebliche Mengen darstellen. Und der Doktor möchte ihn gerne übergeben. Kommst du bitte mal runter? Gut. Ja, danke. Ciao. Ja. Das ist harmlos. Ja, ja. Klosterfrau. Zum Einschlafen. Das ist Pantazol wahrscheinlich. Das ist eigentlich ein durchaus klassisches Setting. Es gibt viele Menschen, die, wenn die Probleme eskalieren, sie versuchen mit Tabletten mehr oder weniger sich das Leben zu nehmen oder zumindest sich deutlich zu dämpfen. Auch diese Kombination der Medikamente ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das ist ja sozusagen das, was jeder zu Hause hat, plus spezielle Beruhigungsmittel. Der Rest entspricht ziemlich der Hausapotheke, die mancher von uns auch besitzt. Körper stabil, Seele labil. Auch die Psyche des Mannes braucht ärztliche Betreuung. Er war Frühstück und Mittagessen bei seinen Eltern. Das heißt, da war, sei noch nichts gewesen. Das heißt, der Einnahmezeitraum ist sehr wahrscheinlich irgendwann zwischen Mittag und jetzt gewesen. Also noch nicht allzu lange hin. Es gibt hier eine N2- und eine N3-Schachtel Tetrazepam, die sind leer. Und es ist nicht ganz klar, ob es wirklich ein Suizidversuch in dem Sinne war. Eigentlich hatte er einen Termin in der Psychiatrie heute. Das haben die selber irgendwie so ausgemacht gehabt und dem hat er sich vielleicht so entzogen oder zu entziehen versucht. Machen Sie es gut. Wird schon wieder, oder? Schlafen Sie erstmal aus. Mhm. Danke. Tschüss.
Hilferuf aus dem Altenheim. Einsatz für Notarzt Dr. Kill und Rettungsassistent Heiko Ramert. Eine Seniorin leidet unter schwerer Atemnot. Die Pflegerinnen bangen um das Leben der alten Dame. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, können Sie mich hören? Wir kriegen keine Luft. Können Sie mir was sagen, wie das angefangen hat? Ganz plötzlich? Hat sie gegessen vorher? Einfach so. Wir helfen Ihnen jetzt, dass Sie besser Luft bekommen, ja? Wenn in Marburg ein Mensch mit dem Tode ringt, hat er größere Überlebenschancen als andernorts. Denn in der hessischen Provinz sind die Notärzte besser ausgerüstet als in manch einer Großstadt. So, eine Infusion fertig machen bitte. Ja, ich bin dran. 200 systolisch. So. Was sagt die Sättigung? 90. Leben retten mit Hightech. Die Frau braucht sofort eine Maske, die die Atmung unterstützt. Früher gab es sowas nur im Krankenhaus. Doch heute haben die Ärzte mobile Beatmungsgeräte an Bord. Ein Zeitgewinn im Kampf gegen den Tod. Sie ist akut lebensgefährlich erkrankt. Ja. Sie hat schweres Lungenödem. Ja. Sie droht zu ersticken daran. Und wir versuchen das jetzt zu verhindern. Ja. Im Moment müssen wir uns erstmal um sie kümmern und dann werden wir das besprechen, was weiter passiert. Ja. Wie war sie denn gesundheitlich dran die letzten Tage so? Also der Allgemeinzustand ist die letzte Zeit schon sehr schlecht. Ja. Ja. Sie war ja dann schon mal wieder im Krankenhaus. Ja, das ist ja der Brief von Dezember. Genau, und dann war es zwischendurch so, dass sie hatte, ja, sie hatte noch einen Katheter, ja, transurethral. Da kam dann teilweise schon ganz wenig Urin. Ja. Dann hat der Arzt gesagt, es könnte sein, dass ein akutes Nierenversagen, ja, ist. Hat dann aber mit der Tochter gesprochen. Die Tochter hat gesagt, sie soll erstmal nicht ins Krankenhaus. Ja. Das war, aber sie hat normal jetzt gut Luft geholt, sie hat gesprochen immer, ja, und sowas. Ja. Ja, sie war im Rollstuhl draußen und das war jetzt, ist das eine akute Verschlechterung des Zustands. Das ist jetzt eine akute Verschlechterung. Sowas kennen Sie so nicht. Ja. Arzneien und Atemgerät sollen helfen, die Leiden der Senioren zu lindern. Wir versuchen das besser zu kriegen mit ihrer Luftnot, dass das nicht mehr so blubbert, ja? Dauert aber ein bisschen, bis die Medikamente wirken. Können Sie das verstehen? Deswegen haben Sie auch die Maske auf der Nase, ja? Da kommt reiner Sauerstoff raus. Okay? Wir saugen gleich nochmal das Sekret ab. Ja, lass mich noch kurz mal da drüben gucken, ja? Nach einer Viertelstunde zeigt die Behandlung einen ersten Erfolg. Die Atmung wird ruhiger. Versuchen Sie ganz normal Luft zu holen, ja? Der Rest hilft Ihnen das Gerät dabei. Alles gut. Gerät funktioniert. Das ist nicht schön, das wissen Sie ja. Wir müssen Sie mit ins Krankenhaus nehmen. So geht das ja nicht mit der Luft. Frau Sch***, ist das in Ordnung? Du musst das ja wieder hinkriegen, dass Sie ordentlich Luft bekommen, ja? Wir haben hier eine ältere Dame, die Mitte 80 ist und die versuchen wir jetzt zu stabilisieren. Das scheint zu funktionieren im Großen und Ganzen, aber hier lassen können wir sie auf gar keinen Fall. Die muss auf eine Intensivstation und weiter behandelt werden, auch wenn alte Menschen in der Situation oft gerne zu Hause bleiben wollen, logischerweise. Ohne die schnelle Erstversorgung durch das Team aus Notarzt und Rettungsassistenten wäre die alte Dame höchstwahrscheinlich erstickt. Jetzt muss sie so schnell wie möglich in die Klinik. Kill ist mein Name, ich bin der Notarzt aus Marburg. Wir sind gerade zu ihrer, ist ihre Mutter, gut, sie rufen worden, sie ist wach und ansprechbar, also wir haben sie jetzt nicht in Narkose gelegt oder sowas, aber sie ist in einer akut lebensbedrohlichen Situation und da haben wir nicht viel Auswahlmöglichkeiten, sie hier zu lassen. An der Stelle können wir sie nicht ersticken lassen, weil sie keine Luft bekommt, ja. Ja, also es hat auch einen guten Trend, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sie wirklich über den Berg ist. Immer wenn Lebensgefahr besteht, begleitet der Arzt den Transport mit Ziel Intensivstation. Was ist denn los? Plötzlich auf dem Weg in die Klinik erneute Komplikationen mit der Atmung. Alles okay? Ja. Geht's denn? Ist Ihnen schlecht? Ja. Ist Ihnen übel? Ja. Ja? Müssen Sie brechen? Ist Ihnen schlecht? Ist Ihnen übel? Nee. Nee? Haben Sie Schmerzen? Husten Sie ruhig, ja? So, setzen wir mal wieder auf. Gibt immer 2 Milligramm davon.
Auch wenn es oft um Leben und Tod geht, Clemens Kill liebt den Job als Notarzt. Nicht nur, weil er Menschen helfen kann. Man kommt eigentlich in alle Welten, die in der Gegend sind, in der man tätig ist. Es gibt ständig ungeschminkte Szenarien des häuslichen Lebens. Es gibt, völlig egal, ob es die Marmorvilla ist oder irgendeine völlig verwahrloste Wohnung eines Wohnsitzlosen. Alle diese Bereiche kann man betreten. Keiner hat die Zeit, alles vorher aufzuräumen. Wir kommen plötzlich und unvorhergesehen. Und wer morgens am Kaffeetisch sitzt, weiß nicht, dass er nachmittags eine Verabredung mit uns hat, weil das Wesen unseres Berufes sagt, dass wir immer plötzlich und ganz schnell kommen und die Leute in jeder beliebigen Lebenssituation antreffen. Das ist eine 86-jährige Patientin, die plötzlich ohne Vorzeichen Luftnot im Altenheim bekommen hat. Also vom klinischen Zustand wäre das eine gewesen, die ohne NIV sicher die Kurve nicht gekriegt hätte. Ganz sicher, also vom Aspekt her nicht. Ja. Einfach mal die Hand runterlassen, wir sind alle noch hier bei Ihnen. Ja? Manchmal ist die Arbeit der Notarztwagenbesatzungen nicht ganz ungefährlich. Schon die Fahrt zum Einsatzort birgt Risiken. Ach du Scheiße. Dr. Andreas Jarrentrup und Assistent Christopher Thon wurden aufs Land beordert. Ein umstürzender Baum hat einen Waldarbeiter unter sich begraben. Helfer haben den Mann bereits geborgen. Hallo. 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 Gut. Also er ist vom Baum im Wald erschlagen worden. Wir haben hier unten eine vermutliche komplette Amputation des Unterfußes. Ja. Wir haben jetzt soweit erstmal aus dem Dreck rausgeholt, dass wir genau, sauber arbeiten können. Okay. Dann müssen wir ihn erstmal bei das euch ins Fahrzeug machen. Ich habe einen Platten. Ist egal. Trotzdem auf, das andere Fahrzeug soll, das andere Fahrzeug soll mit Sondersignal durchfahren, weil wir müssen ja schnell jetzt rein. Obgleich der Rettungswagen eine Panne hat, kann der Verletzte darin behandelt werden. Zugang liegt noch nicht, ne? Dann mache ich. Gut. Ich mache einen Zugang gleich. Mach mal Zugang, ihr schneidet das dann auf. Ja, du kannst hier anfassen. Hier. So, es wackelt jetzt ein bisschen. Okay. Der Waldarbeiter ist bei Bewusstsein und klagt über heftige Schmerzen im linken Bein. So, Sie kriegen sofort was gegen die Schmerzen. Habt ihr schon irgendwelche Werte? Blutdruck, Puls, irgendwas? Blutdruck war 120. Ja. Der Puls war bei 70. Gut, ja, Puls ist auch gut tastbar, ist regelmäßig. Alles klar. Pass auf, gut. Aus, Zugang. Genau. Die ist da, Schere, hier rechts, ich schneide ihn auf. Gut. Ja. So, wie ist das passiert? Ja. Genau. Wir müssen ihn erst mal ein bisschen sauer machen hier, du bist alles dreckig. Haltung. Der Baum ist einfach auf Sie draufgefallen. Oder wie ist das passiert? Bein eingeklemmt. Bitte? Bein eingeklemmt. Der hat das Bein eingeklemmt, nur das linke Bein. Ja. Sonst nichts. Ja. Definitiv. Tupfdesinfektion ist am besten. Habt ihr Mo? Ja, komm mal. Okay. Für die Helfer eine Standardsituation. Tausendmal geübt. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder hat seinen Platz. Leben retten ist Teamarbeit. Hektik hinderlich. Wo haben Sie denn jetzt Schmerzen? Im linken Bein? Ja. Sonst irgendwo noch? Oben im Knie. Ja, also im gesamten linken Bereich. Okay. Wir gucken uns das jetzt gleich an. Ne? Ja. So, Infusion. Oder erstmal Blutentnahme ganz schnell. Danke. Fass mal Ihr Bein jetzt gerade hier an. Das Allergien. Geht. Ja. Okay, also hier am Fuß scheint er auf alle Fälle verletzt zu sein. Hier blutet. Das schneide ich jetzt gerade auf. Das Bein ist sonst erstmal hier oben stabil. Alles klar. Das sieht, hier ist er auf alle Fälle verletzt. Ja. Gemeinsam mit seinem Sohn hatte der Waldarbeiter seit dem Morgen Bäume gefällt. Doch plötzlich war die Situation außer Kontrolle geraten. Ja, beim Versuch, den Baum zu fällen, der fiel also nicht in so ganz in die gewünschte Richtung. Fiel er oben in den jungen Buchenbestand. Und dadurch, dass er nicht hinten absackte, sondern rutschte unten ein bisschen weg durch das enorme Gewicht, was er da hat. Und mein Vater kam halt nicht schnell genug weg und kam zwischen, hier war ja das Stammende und diesem Wurzel und wurde da eingeklemmt. Und ich habe dann ja dieses wieder 50 Stück abgetrennt, dass ich ihn unten rausbekommen habe, dass er halt entlastet wurde. Und hab dann den Notarzt verständigt. Der verletzte Fuß sieht nicht gut aus. Und die Schmerzen lassen nicht nach.
Okay. Ich brauche mal Tupfer. Ja. Also er blutet genau. Hier relativ stark raus. Das müssen wir gleich alles abdecken. Ja. Das müssen wir ansehen, wie es aussieht. Genau. Und jetzt noch so ein großes Verbandtuch einfach geben. Da kann ich drauf drücken. Ja. Gut. So. Passpertin, nicht beschriften. Komm. Kannst du mir die Ampulle zeigen? Dann. Ja, okay. Alles in Ordnung. So, danach das Morphin. Es kann ein bisschen schwindlig jetzt werden. Ne? Ich hab's hier drüben gestaut für den zweiten Zugang. Hm? Ja, ja. Aufmachen? Nee, nee. Mach mal ein EKG dran in der Zeit. So. Spüren Sie das? Ja, okay. Nein, Fuß ist nicht ab. Keine Angst. Hast du noch eine Hand frei? Nee, ja, oder zwei neue sterile Kompressen fixieren und eine Mullbinde brauche ich. Mach's auch zu. Das ist nicht fehlgestellt, ne? Eigentlich. Nee, das ist nur eine Quetschfleischwunde. Genau, der Fuß ist intakt. Wir machen jetzt eine Art Druckverband da drauf, haben ihm Schmerzmittel gegeben. Ist mit den Schmerzen jetzt besser oder brauchen Sie noch mehr? Ist noch nicht besser. Sie müssen übernehmen, weil bei uns auf der Hinfahrt hat es einmal Schlag getan. Bitte nochmal Morphin aufziehen, nochmal 10 Milligramm Morphin. Sie kriegen noch mehr Schmerzmedikation, ne? Keine Angst. Wir kriegen das hin. Der Fuß 150. ist. Okay, der Fuß ist intakt. Oh. Ne? Keine Angst. Wir werden den einfach gut verbinden jetzt. Mhm. Ja? Aber ist nicht amputiert oder so, ist alles okay. Eine Mullbinde bitte noch. Ja? Und wir verbinden das, sie kriegen noch mehr Schmerzmittel. Ja? Und dann wird es ihnen gleich ein bisschen besser gehen. Ah. Ah. Notarzteinsatz am Rand des Waldes mit Hindernissen. Weil der erste Rettungswagen eine Reifenpanne hatte, muss der verletzte Forstarbeiter in einen zweiten umgelagert werden. Jetzt fahren wir in die Unfallchirurgie und gucken, was man mit dem Fuß tun muss. Schmerzen sind jetzt gut therapiert. Das Bein ist versorgt, die Wunde ist versorgt, blutet jetzt nicht weiter. Jetzt fahren wir in die Klinik. Hätte viel schlimmer kommen können. Das Bein hätte ja auch ab sein können. Also wir haben auch nach solchen Unfällen schon Amputationsverletzungen gesehen, was es definitiv nicht ist, muss man sagen. Seit 18 Stunden ist Notarzt Dr. Jerentrup im Dienst. 6 Stunden liegen noch vor ihm. Da kann noch viel passieren. Wenn es gekracht hat auf Hessens Straßen, wenn Menschen schwer verletzt sind und Retter im Großeinsatz, wird Notarzt Clemens Kill zum Krisenmanager. Mach die Straße zu, nur dass die Feuerwehr durchkommt, ja? Wir holen sie jetzt hier raus, ja? Das wird gleich wärmer. Luft kriegen Sie gut? Hier tut was weh? Mach aber schön alles warm, es ist echt schweinekalter schon, ja? Ihr müsstet den Fahrer übernehmen, den die Feuerwehr gleich rausholt. Haben Sie gerade was zu tun? Da ist alles frei, ist leer, das Fahrzeug ist leer. Wir sind gerettet. Fahrer dieses roten Fahrzeuges ist sozusagen das Thema für euch. Kommen wir zurecht? Braucht ihr Hilfe? Ansonsten kommt der Ingo mit der zweiten Trage für den Patienten links, ja? Aber ihr kriegt noch einen zweiten, ja? Alles okay? Also. Wir sind eingepackt jetzt, ja? Der Job des Notarztes weit mehr als die Versorgung der Verletzten. Es ist eine Mischung aus Organisation, Entscheidungsfindung und dem nötigsten medizinischen, was zu tun ist. Wenn die Rettungsteams im hessischen Marburg ausrücken, wissen sie nie, was auf sie zukommt. Einsatzfahrt mit Hindernissen. Links die 7, 4, 6 muss eigentlich jetzt im nächsten Abschnitt sein. Es wird ein bisschen eng da, glaube ich gerade. Ist echt hart. Sanitätsdienst, ja. Stützstrümpfe ausliefern und die Straße für Rettungsmittel zuparken. Das ist echt das allerletzte, ja. Die Helfer gestoppt. Ein Leben gefährdet vielleicht. Ich müsste gehen. Mut. Gehen ans Schwimmbad. Rechts ist frei. Das geht aber. Links ist Wasser und rechts hast du auch Platz. Pass auf, wir warten hier. Das muss ja hier sein. Wir bleiben hier stehen, oder? Ja, pass auf, wir müssen hier langlaufen. Sonst kommen wir überhaupt nicht mehr dahin. Bleib doch einfach mitten hier stehen. Leben retten heißt manchmal auch improvisieren. Jetzt stehst du dem im Weg, ja? Jan, bleib hier stehen. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich komme nicht an meinen Rucksack. Auch wenn die Lage verfahren scheint und jede Minute zählt, darf ein Notarzt nicht die Geduld verlieren.
Wäre gut gewesen, ja, jetzt ist zu spät. So, fahr zurück. Du hast das Licht noch an. Jetzt, wenn sie jetzt wegfahren, dann rutscht ins Auto gegen unseren Rettungswagen. Ja? Das wird schwierig werden. Das ist schlecht, wenn man so parkt, dass Rettungswagen nicht durchkommen. Einsatz im Zweifamilienhaus. Ein Mädchen ist unter Schmerzen zusammengebrochen. Dr. Clemens Kill und Rettungsassistent Heiko Ramert sollen helfen. Hallo, guten Tag erstmal. Kill ist mein Name. Ich bin der Notarzt vom Rettungsdienst. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Ein bisschen besser. Haben Sie Schmerzen im Moment? Ja, hier. Am Hals hinten, ja. Sonst irgendwelche anderen Probleme? Nee. Sie sich krank fühlen oder irgend sowas? Ja. Das schon. Sie sind auch schlecht? Ja. Haben Sie Kopfschmerzen? Schwindelig. Schwindelig und Kopfschmerzen. Ja. Gut, wir gucken mal nach ein paar Sachen, ja, und dann überlegen wir mal, was wir am besten mit Ihnen machen, ja. Was ist denn passiert genau? Ja, einfach hingefallen, ich weiß nicht, was machen. Boden gelegt. Ja, dann wieder Notarzt. Da tut nichts weh, am Kopf selber? Ja, da an der rechten Seite. Da? Ja. Haben Sie sowas schon mal gehabt? Ja. Irgendwann ein Problem mit der Wirbelsäule oder so gehabt? Nein. Das nicht. Haben Sie Fieber? Weiß ich nicht. Fühlen sich aber nicht jetzt grundsätzlich so. Ja. Ist einfach nur der Hals, der richtig weh tut. Ja. Wie stark sind denn die Schmerzen? Es tut weh. Und wenn Sie jetzt von 0 bis 10 auf einer Skala sich einen Wert aussuchen? 10. Bei 10. Dafür lächeln Sie aber noch ganz schön. Unterdessen im Landkreis Marburg, Notarzt Dr. Jerentrup und Rettungsassistent Christopher Thon auf dem Weg zu einer Patientin, die zeitweise bewusstlos war und Beschwerden im Bauchbereich hat. Ja, ja, hallo. Hallo. Die Frau ist heute Nacht auf die Bettkante gestürzt, ist Marcumar-Patientin. Oh. Und hat dann prompt dieses Hämatom entwickelt, prall gefüllt. Mhm. Einen Zugang haben wir schon sicher liegen. Blut Super. Und Kreuzblut haben wir abgenommen. Sehr zweiten gut. Waren wir gerade bei. Sobald Frau hingesetzt wird, wird sie bewusstlos. Also deswegen oh, das haben ist wir schlecht. Euch nachgeholt. Und okay. Der Druck ist stabil bei 140. Haben Sie Schmerzen? Es geht eigentlich. Es geht eigentlich, ja. Momentan nicht so. Und wann sind Sie genau gestürzt? Auch heute Nacht schon. Auf der Seite, wo Sie gehabt haben, ist ein Blut. Ja. Darf ich mal kurz hier drauf gucken? Hier, ne? Drüben die Seite. Mein lieber Mann. Da ist aber ein verdammt großer Bluterguss. So, genau, Transport. Die Frau schwebt in akuter Lebensgefahr. Eine Ärztin, die sie noch am Morgen untersucht hatte, erkannte offenbar den Ernst der Lage nicht. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir in die Pötte kommen. Und wir werden sie einpacken und einfach, weil man das wahrscheinlich doch eventuell operieren muss, wird man eventuell nicht drum rumkommen, werden sie sie einpacken und einfach relativ schnell mitnehmen, weil draußen kann ich nichts machen. Ne? Ich kann hier nicht einschneiden oder das operieren, sodass wir einfach schnell in die Klinik kommen. Ne? Die Kollegen bereiten vor, die Trage und so weiter. Während die schwerkranke Seniorin sich tapfer in ihr Schicksal fügt, muss Notarzt Kill ein Mädchen mit weitaus weniger dramatischen Symptomen trösten. Machen wir folgenden Vorschlag. Wir würden Ihnen jetzt mal ein bisschen was gegen diese Schmerzen geben, ja, dass es besser wird, ein bisschen entspannt. Und dann nehmen wir Sie mit und schauen mal, was das Problem ist. So, das tut mal weh, ne, an der Hand. Nicht wegziehen. Nicht wegziehen. Alles gut. Das kann nicht mehr wehtun. Das hat eben nur kurz wehgetan. Es dauert einen Moment, bis das Zeug wirkt. Wenn Sie den Kopf gerade halten, wird das auch gar nicht so schlimm sein, denke ich mal. Und die Halskrause hilft Ihnen dabei, diese unnötigen Kopfbewegungen zu machen, ja, oder zu vermeiden, sagen wir besser, nicht zu machen. Und dann kriegen Sie jetzt ein bisschen was gegen die Schmerzen. Aber dann wird es insgesamt besser. Und dann fahren wir Sie ins Klinikum auf die Lahnberge zu einem Orthopäden. Und dann können Sie sich den Hals angucken und ein Röntgenbild machen und überlegen, woran das liegt. Ja. Nur ein harmloses, sehr leichtes Schmerzmittel wurde der jugendlichen Patientin verabreicht. Mit überraschender Wirkung. So, erstmal ganz schnell wieder hinsetzen. So, genau. Geht das? Oder ist es schwindelig? Schöne Augen auflassen. Ja. Wenn es ein Problem gibt, dann können wir was gegen machen. Ja. Warum ist das wichtig, die Augen aufzulassen?
ist nicht. Wir sehen dann, ob sie noch bei Sinnen ist. Wenn sie die Augen zu hat, dann wissen wir ja nicht, ob sie das Bewusstsein verliert. Und wenn wir sehen, dass sie immer die Augen auf hat, hat das für uns den großen Vorteil, dass wir nicht überwachen müssen. Was machen die Schmerzen? Tut weh auch hier. Und wie viel auf unserer Punkteskala? Sind wir noch bei 10? Wo sind wir jetzt? Bei 5. Bei 5, das hat doch einen Trend. Und bis wir dann im Auto mit Ihnen sind, Sie auch nicht hingelegt haben, wieder auf die Trage, da sind wir bei 3 oder 2 und dann wird das alles gut werden, okay? Eigentlich sollte ein Notarzt nur ausrücken, wenn es um Leben und Tod geht. Dr. Kill zeigt wenig Verständnis, wenn man ihn wegen einer Bagatelle alarmiert. Was mit diesem jungen Mädel da eben? Weil das ist so unterschiedlich, weißt du, da hast du irgendwo auf dem Land Leute, die sind 75 Jahre oder auch 65 alt, die haben seit nachts um 2 ihre Brustschmerzen und man ruft vor morgens um 7 den Doktor nicht, ja? Und oder sterben dabei fast, ja? Oder schleppt sich in die Hausarztpraxis. Ja, auch aber erst morgens und nicht dann, wenn es nötig wäre. Ich weiß auch nicht, manchmal nicht, ob junge Leute nicht mittlerweile sehr viel empfindlicher sind als ältere, ja? Das wird doch kein Mensch, hast du schon mal einen 70-Jährigen erlebt, der, weil ihm der Hals wehgetan hat, irgendwo einen Schwächeanfall an der Türkante gekriegt hat? Immer noch dramatisch die Lage der alten Dame, die Notarzt Dr. Jerentrup behandelt. Sie hat schwere innere Blutungen. Wir haben Kreislaufprobleme massiver Art, weil wir viel Blutverlust in den Bauch wahrscheinlich haben. Wir haben 2 Zugänge, damit wir reichlich Flüssigkeit gleich geben können. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir einfach schnell in die Klinik kommen, weil draußen kann man nicht viel machen. Außer Flüssigkeit geben, rüberziehen. Und jetzt fahren wir einfach möglichst schnell in die Klinik zum Operieren. Ziehen Sie jetzt hier rüber. Ja, okay. In der Klinik steht ein Chirurg bereit, um sofort mit der Behandlung zu beginnen. Sie hat dann Folgendes entwickelt. Oh je. Ja, und das ist alles fest. Ja. Und möglicherweise eine Einblutung. Und dann war zunächst der ärztliche Notdienst da, hat weiter nichts gemacht. Dann ist der Rettungsdienst gerufen worden und beim Aufsetzen ist sie bewusstlos geworden, ja. Dann tatsächlich. Wir haben im Prinzip 2 Zugänge gelegt, sie mit Flüssigkeit versorgt, sie ist jetzt stabil. Ja. Momentan erstmal, aber das ist sicher eine Einblutung, ja, ja, denke ja, ich, so ja, ich das sie hier eine gute Marke machen. Ne? Ja? Ja, hallo, guten Tag. Wir müssen jetzt eine Computertomographie fahren, ja? Das ist so eine Röhre, wird da durchgeschoben, ja? Das dauert nicht lang, ne? Dann müssen wir noch anschließend in den OP, ja? Ohne das Eingreifen des Notarztteams wäre die Seniorin mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Hause in ihrem Bett verstorben. Nicht nur, wenn Leben akut in Gefahr ist, hilft der Notarzt. Er ist auch dabei, wenn schwerkranke Patienten von der Intensivstation eines Krankenhauses auf die eines anderen verlegt werden. Heute soll Dr. Kill eine Frau begleiten, die bereits klinisch tot war, deren Leben die Ärzte jedoch retten konnten. Gibt es ein aktuelles Problem, was jetzt heute relevant werden könnte für den Transport? Ja, könnte relevant werden. Sie hat noch sehr viel Bronchialsekret. Dass sie nicht vernünftig abhustet, dass es zu einem, wie gesagt, zu einer Verlegung wieder kommen kann. Mhm. Zusätzlich aus mir nicht erklärlichen Gründen hält die Patientin derweil die Luft an, wird blau. Und trotz Aufforderung zu atmen macht sie es nicht. Da muss man sicherlich ein Auge drauf haben. Und wie reagiert sie, wenn man mit ihr spricht? Wie klappt das? Wenig bis gar nicht. Es brummelt so die ganze Zeit vor sich hin, aber sonst wenig Reaktion. Alles klar, dann bereiten wir die Übernahme vor, würde ich sagen. Ja. An nicht allzu vielen Orten in Deutschland gibt es Spezialisten, die die Qualifikation, die Geräte und die Fahrzeuge haben, um solche Intensivtransporte durchzuführen. Das ist nichts anderes als ein rollendes Intensivstationszimmer in klein. Das ist eine Trage und an dieser Trage ist alles dran, was hier auch an der Wand hängt oder im Raum irgendwie vorhanden ist. Das heißt, wir haben an dieser Trage alle Geräte, die man für lebensnotwendige Überwachung und Therapie braucht. Solche Situationen sind immer dann kippelig, wenn ein System A umgeschaltet wird auf ein System B. Da kann schon eine Menge was passieren, wenn man nicht aufpasst. 1, 2, 3. Vorsicht mal, ups, Vorsicht. Liegen ein bisschen zu viel Spritzen unterm Kopf gerade.
So. Wir schließen jetzt die Medikamente, die kontinuierlich gegeben werden, wieder an. Das machen wir immer so, dass nie alles gleichzeitig abgeschlossen ist. Wir lassen irgendwas noch an der Klinik dran und machen unsere Geräte mit dem ersten dran und wechseln dann peu à peu. Wir schließen die Überwachung auf unsere eigenen Geräte um, sodass das, was jetzt an Überwachung die ganze Zeit gelaufen ist, auch wieder kontinuierlich fortgesetzt wird. Die Frau soll verlegt werden, weil ihre Muskelfunktionen durch den langen Klinikaufenthalt so schwach sind, dass sie in einer Reha-Klinik wiederhergestellt werden müssen. So, kurzen Blick nochmal. Was ist jetzt bekannt an Allergien? Also sie hat sehr viele Allergien und zwar hauptsächlich auf Schokolade und Pfefferminztee. Pfefferminztee reagiert so allergisch, dass er atemdepressiv wird. Und Bratwurst mit Curry und Senf steht da? Richtig, Bratwurst mit Curry und Senf. Aber das dauert noch ein bisschen, bis du das verzehren kann. Wenn man eine Luftnot auf Pfefferminztee bekommt, ist das ganz schlecht, wenn man das nicht weiß und vielleicht selber nicht formulieren kann. Deswegen suchen wir nochmal die letzten Informationen zusammen, die wir weitergeben müssen. Denn wir übernehmen ja, wir behandeln ja nicht mal weiter, wir müssen das Ganze auch möglichst gebündelt wieder übergeben. Das heißt, alles, was verloren gehen kann, kann gleich zweimal verloren gehen in diesem Transport. Und da muss man sehr sorgfältig Papiere zusammenpacken, nochmal alles abgleichen, erzählen. Und deswegen dauert das einen Moment, aber wenn irgendwas Wichtiges verloren geht, ist das halt schlecht. Mehrere hunderttausend Euro kostet die rollende Intensivstation. An Bord reichlich Hightech und andere Lebensversicherungen für die zu überwachenden Patienten. Wir haben große Vorräte an Material, beispielsweise Gas, sodass wir locker 6 bis 8 Stunden autark hier auch beatmen können. Wir haben alleine für über 8 Stunden Sauerstoffvorräte für eine künstliche Beatmung. Selbst wenn wir nur kurze Strecken fahren, haben wir immer eine mindestens 100%ige Reserve in der Zeit, falls wir unterwegs mal ein Problem haben, anhalten müssen und sei es nur, dass ein Reifen platzt. Kann ja alles passieren. Wenn wir irgendwo zwischen A und B stehen bleiben, muss ja diese Intensivstation weiter funktionieren. Da hängt das Leben des Patienten teilweise ja nun wirklich minütlich dran. Kurz vor dem Ziel im Sauerland, Komplikationen. Schön Luft holen, ja? Luft holen. Hallo, schauen Sie mich mal an. Alles okay? Das angekündigte Problem mit dem Sekret, dass sie schlecht abhusten kann und wo sie da schlecht Luft bekommt. Und nochmal tief ein- und ausatmen. Lass uns das absaugen, das macht sonst keinen Sinn. Machen Sie den Mund mal auf. Mund auf. Sagen Sie mal A. Es kitzelt meine Nase, ja? Einen schönen Luft holen, ja? Alles raus damit. Nach 3 Stunden Ende einer Dienstfahrt. Die alte Dame kriegt wieder richtig Luft. Ärzte und Schwestern sind bereit zur Übernahme. Ist sie ansprechbar? Sie ist ansprechbar, aber sie reagiert nur sehr verlangsamt. Sie hat zyklische Antidepressiva. So richtig vernünftig antworten tut sie im Moment nicht. Das ist schwierig. Guten Tag, machen Sie mal die Augen auf. Können Sie mich verstehen? Gut, wir fahren am besten auf die Intensivstation und dann. Da haben wir ja auch uns ankündigen lassen. Ja. Prima. Gut. Die Medizin hierzulande ist hochgradig spezialisiert. Marburg wird geschätzt für seine Uniklinik, in der man nach allen Regeln der Kunst operiert. Bad Berleburg für seine Reha-Einrichtungen. Der Intensivtransport, das Bindeglied. Sie ist nicht in der Lage, selbst zu schlucken, deswegen die Sonde. Ja, das ist jetzt der Stand. Okay. Eine Sache habe ich fast vergessen zu erzählen. Die hat multiple Allergien, vor allen Dingen auch auf Pfefferminztee bis hin zu Luftnot und Bronchospastik. Hier ist ein Zettel dabei, da sind auch zahlreiche Lebensmittel drauf, die durch das im Krankenhaus Verwendung finden. Ja? Deswegen sollte man da einen Blick drauf haben. Zwar wird eine Intensivverlegung nur von Helfern begleitet, die speziell dafür ausgebildet sind, die Verantwortung trägt jedoch der Notarzt. Läuft der Sauerstoff? Im Moment nicht. Dann machen wir da an. Weil sonst haben wir nämlich genau jetzt ein Problem, was wir nicht brauchen können. Von nun an sind andere für das Wohl der alten Dame zuständig. Die Prognose nach so einem langen Intensivstationsaufenthalt kann von einer fast völligen oder völligen Wiederherstellung bis zu einer Pflegebedürftigkeit gehen. Und das wissen wir im Moment noch überhaupt nicht. Und das zeigen viele, viele Wochen, wie der weitere Verlauf werden wird. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es dann irgendwann wieder richtig gut gehen kann. Dann bedanken wir uns für die Übernahme und wir verabschieden uns. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Frau alles Gute. Kommen Sie wieder auf die Beine. Ja. Machen Sie es gut. Ja? Ja. Tschüss. Tschüss. So. Tschüss. Neuer Einsatz für Kill und Ramat. In einer Hochhaussiedlung ist ein Mann ohnmächtig geworden. Dritte links oben. Sein Sohn hat den Notarzt gerufen. Guten Tag. Also, wir kamen halt, so wie er jetzt ist, nicht wirklich ansprechbar. Ja. Teilweise mit Streckkrämpfen auch mal. Druckfall bei 120. Guten Tag. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Machen Sie mal die Augen auf. In dem Haus leben viele Aussiedler aus Osteuropa. Der Mann auf der Couch stammt aus Russland. Ja, das ist schnauft, ja. Hallo, machen Sie mal die Augen auf. Papa, открой глаза. Versteht er Deutsch? Nee. Hallo. Augen auf. Wie ist das passiert? Um 11 Uhr, er ist aufgestanden, ja. Dann gegessen, ja. Und dann meine Mutter war in der, ja, Küche und er ist hergekommen und rasiert, ja. Und danach meine Mutter hat irgendwas, ja, gefragt, er hat einfach nicht beantwortet, ja, aber sie könnte nicht mit ihm sprechen. Ja. Und seit er spricht er nicht mehr? Nee. Ja, keinen Ton mehr gesagt. Hat er sich komisch bewegt, gezuckt oder sowas? Nee. Einfach nur, wie wenn er schlafen würde. Ja, ja, ja. Und sonst ist er normal immer. Ja. Läuft rum und spricht und so. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hat er irgendwelche Krankheiten? Ja. Es gab auch keine Schmerzäußerungen. Ja, also er hat die ganze Zeit auch bei euch nicht die Augen aufgemacht. Nein, ich habe die Augen alles, ja, getan. Ich würde mal vorschlagen, dass wir ihn auf den Boden legen, sodass der Kopfende hintenrum frei ist. Ja? Und dann müssen wir mal überlegen, was wir weitermachen jetzt. Ja? So richtig erweckbar ist er in keinster Weise. Ja? Guck mal auf, oder was? Genau. So, okay, und warte. Hast du? Eins, zwei, drei. Geht's bei dir? So schnell wie möglich muss der Rentner ins Krankenhaus. Doch in seinem derzeitigen Zustand wäre der Transport dorthin lebensgefährlich. Gut, so vorbekanntes Vorhofflimmern. Hält er selber? Er hält selber, ja. Hallo. Baba. Ja, ist auch nicht völlig tonuslos, aber er ist, ja, überhaupt nicht erweckbar. Ja? Mhm. Er dreht die Augen zur Seite. Ja. Mal ein bisschen richtig Schmerzreiz auslösen. Hallo. Papa. Hallo. Können Sie mich hören? Er reagiert hier überhaupt nicht. Sprechen Sie ihn mal an. Er ja, versteht Sie ja auch nicht, oder? Nee, gar nicht. Also auch ihn nicht. Gut. Kann man eigentlich schlecht zulassen, ja? Ja. Doch, haben wir. Papa. Ach, super. Joey. Papa. Guck gleich, ob sie komplett ist und reagiert. Ja. Er ist bewusstlos, wir wissen nicht warum. Er hat schon mal einen Schlaganfall gehabt. Und da er so tief bewusstlos ist, dass er seine Atemwege selber nicht sicher freihalten kann, werden wir jetzt noch ein bisschen was zum Schlafen geben, also zum Reflexdämpfen, und werden die Atemwege sichern, indem wir ihn künstlich beatmen. Und dann zur Diagnostikfahne gucken, was los ist im Kopf. Irgendwas ist da akut geschehen. Was wissen wir nicht genau. Eine Wohnung in Marburg. Seit einer halben Stunde kämpfen Notarzt und Rettungsassistenten verzweifelt um das Leben eines russischen Emigranten. Der Mann zeigt noch immer keine Reaktionen, wenn man ihn anspricht. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben ihm ein bisschen Medikamente gegeben, die Reflexe dämpfen, und haben ihn praktisch in Narkose gemacht, dass er gar nichts mehr mitbekommen kann, auch wenn er vielleicht nur was merkt. Und wir müssen ein Röntgenbild des Kopfes machen, eine Computertomographie, was da los ist. Ob er einen Schlaganfall hat oder ob es in den Kopf reinblutet. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung, ja. Das ist sicherlich etwas Schlimmes, etwas Lebensbedrohliches, ja. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Können wir nicht sagen, aber im Moment sind die lebenswichtigen Funktionen stabil. Aber ob er wieder wach wird richtig, das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen.
Zwar atmet der Patient, zwar schlägt sein Herz, aber nur, weil der Arzt seine vitalen Funktionen mit Medikamenten und künstlicher Beatmung stabilisiert hat. Das ist der Herr, der einen völlig unaussprechlichen ausländischen Namen hat, ist 82 Jahre alt, bei sonst guter Gesundheit gewesen und vor jetzt mittlerweile einer Stunde plötzlich bewusstlos geworden. Keinerlei verbale Reaktion, auch mit sprachkundigen Helfern. Eins, zwei, drei. Der Notarzt skeptisch. Wir haben das Sterben akut verhindert. Ob wir ein Leben gerettet haben, das ist sehr zu bezweifeln. Möglicherweise haben wir das Sterben nur verlängert. Nach einer Computertomographie diagnostizieren die Mediziner bei dem 82-Jährigen einen schweren Schlaganfall. Rund um die Uhr in der Rettungswache Marburg, Notärzte im Dienst. Wenn Alarm ausgelöst wird, haben Notarzt Andreas Jerrentrupp und Rettungsassistent Christopher Thon höchstens 60 Sekunden Zeit, um die Wagenhalle zu verlassen. Denn wenn die Helfer gerufen werden, geht es um Minuten. Minuten, die vielleicht über Leben und Tod entscheiden. Eine Uhr läuft mit und jeder Einsatz wird elektronisch protokolliert. Bei Überschreitung der 60-Sekunden-Frist droht Ärger. An diesem Abend werden Jerrentrupp und Thon aufs Land beordert. Es heißt, eine Reiterin sei gestürzt und womöglich schwer verletzt. Als das Team den Einsatzort erreicht, liegt die Frau schon im Rettungswagen. Hallo. Hallo. Tag. Was ist denn das Problem? Links. Ja? Gar nicht berühren, das geht gar nicht. Es hat einen riesen Knacks gegeben, als ich gefahren bin. Ja. Okay. Es steht aber gut, ne? Es steht gut, es sieht gut aus. Es steht aber alles in Ordnung, ne? Wir haben keine Fehlstellung. Wir machen erstmal einen Zugang zur Vene. Wo kommen Sie denn her mit den ganzen Federn? Ich wollte nur meinem Pferd die Decke abdecken, die war ein bisschen nass geworden. Ach so, okay, alles klar. Jetzt werde ich 50, jetzt werden die Knochen morsch. Ja, so ein Morsch. Dabei trinke ich immer viel Milch und esse Quark. Oh, wei, wei. Dankeschön. Oh, es tut halt sehr weh. Es tut weh, ne? Okay, das ist erstmal ein Medikament, was Sie ein bisschen müde machen wird. Und schon mal ein bisschen beruhigt vielleicht auch. Das ist so das Medikament, was man auch so gegen Reiseübelkeit nehmen kann. Wo tut's weh, das Bein? Mein Bein. Und das nächste Medikament ist ein ordentliches Schmerzmittel, ein sehr starkes Schmerzmittel. Das tut so weh. Was ändern wir jetzt? Ich hab so Schmerz. Das kann Ihnen ein bisschen schwindlig werden jetzt. Ja? Nicht erschrecken. Sie hat sich den linken Knöchel wahrscheinlich frakturiert. Und wir haben, geht's noch? Und hat starke Schmerzen gehabt und das werden wir einfach schienen jetzt. Und haben ihr einfach nur eine sehr starke Schmerzmedikation, schlicht Morphin gegeben, um das jetzt vernünftig schienen zu können. Ne? Okay, das kriegen wir hin. Ne? Keine Panik. Es ist alles nicht so schlimm, wie es zunächst aussieht. So, nicht erschrecken, wir machen jetzt nur, ich zeige es Ihnen, einfach so eine Schiene unter den Fuß nur dran. Der wird gar nicht bewegt, wir machen noch eine Mullbinde drum, ne, dass es einfach ein bisschen fixierter ist. Ja? Allein schon, wenn ich den hier bewege. Ja. Im Moment kann das auch noch wehtun, das ist ganz klar. Aber es passiert jetzt nichts Schlimmes. Ne? Ja. Sie merken das gleich, ich halte das nur so dran. Merken Sie jetzt schon, hier ist es. Ne? Und dann machen wir nur die Mullbinde so ein bisschen drunter und ist gut. Genau. Sie können ruhig weiter erzählen. Ich wollte Ihnen das nur erklären kurz. Ne? Gut, okay. Willst du es so halten? Dann mache ich es ruhig. So. Ich habe schon viele Schmerzen gehabt. Ich werde Ihnen jetzt das Bein ein bisschen polstern. Sagen Sie mir einfach, wo es am gemütlichsten ist, ja? Das tut jetzt sehr, sehr weh, weil das drückt mir jetzt da unten drauf. Was denn? Unten? Von also nicht unten, sondern da am Schienbein darunter. Da haben wir nichts drauf.
Da ist gar nichts. Das ist vielleicht dann jetzt bald so gelagert. Wie möchten Sie es denn haben? Haben Sie eine Vorstellung? Strecken möchte ich es nicht? Nee. So nicht. Ich weiß nicht. Wollen wir es so lassen? Gut. Pass auf, ich mache das Protokoll kurz fertig. Ne? Alles klar. Schmerzen. Wie stark waren die Schmerzen denn, die Sie eben hatten, auf einer Skala von 0 bis 10? Ich weiß nicht, ob es stärkere gibt, deswegen sage ich also, 9. Das ist aber sehr extrem ich schon. Ich habe mich an der Anhängerkupplung festgehalten. Ja. Das war nicht meine Schmerzen. Mhm. Ich habe schon viele Schmerzen gehabt. Okay. Vielleicht wird es auch ein bisschen besser, wenn Sie jetzt ein bisschen beruhigt sind. Also es ist definitiv nichts furchtbar Schlimmes. Ja. Wir gucken uns oben gleich im Röntgenbild an oder die Kollegen gucken das an von den Unfallchirurgen, wie das aussieht. Und wenn dann alles gut geht, dann kommen Sie nachher schon wieder nach Hause einfach. Oft passiert die ganze Nacht lang nichts. Doch manchmal kommen die Retter nicht zur Ruhe. 95,82, es geht nach Wetter kommen. Knapp sind die Informationen für den Notarzt, wenn er ausrückt. Diesmal hieß es nur, eine krebskranke Frau hat starke Schmerzen und ist bewusstlos geworden. Hallo, wo müssen wir hin? Ja, okay. Das Herz der Frau schlägt nicht mehr. Die Besatzung eines Rettungswagens versucht bereits, sie wiederzubeleben. Es hieß, sie hat ein Tumorleiden. Was für ein Tumorleiden? Lungenkrebs hat sie. Ja. Was für ein, wissen Sie, wie weit das fortgeschritten ist? Gibt es eine Aussage von ihr, was sie wollte? Sie wollte nicht wiederbelebt werden. Sie wollte nicht wiederbelebt werden. Definitiv. Ja? Ja? Sie wollte nie wiederbelebt werden. Ja? Ganz sicher. Klar. Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Guck mal, was wir haben. Ja? Ganz sicher nicht wiederbelebt werden. Ja? Haben Sie das schriftlich von ihr irgendwo? Nee, habe ich nicht. Nee? Ich bin aber der Einzige. Der Sohn der Einzige. Ja, der einzigste Sohn, ja? Ja. Haben Sie, ja. Haben Sie irgendwo medizinische Unterlagen von ihr? Ja, drück mal kurz weiter. Ich guck mal ganz kurz, ob wir einen Arztbrief oder sowas haben, dass ich mir kurz ein Bild machen kann, was das für ein. Bis wir sicher die medizinische Diagnose haben, machen wir weiter. Ja, irgendeine sichere Aussage haben. Und dann würden wir abbrechen. Innerhalb von Minuten muss der Arzt eine schwere Entscheidung treffen. Gut. So, seit wann ist sie denn bewusstlos? Oder seit wann ist sie hingefallen? Ja, so, hier nehmen wir ganz kurz. Als Dr. Jerentrup die Aufzeichnungen des behandelnden Arztes liest, bestätigen sich die Aussagen des Sohnes. Die Frau ist unheilbar krank. Dennoch fragt der Notarzt nochmal nach. Sie wollte nicht reanimiert werden, ne? Definitiv nicht. Gut, pass auf. Patientenwille. Okay? Abbruch. Alles klar. Ja, gut. Also sie hat definitiv eine Krebserkrankung. Also wir würden die Reanimation aufhören, ne? Weil sie sagen, sie wollte nie reanimiert werden. Ne? Hat sie immer geäußert, ja? Würden wir abbrechen. Sie hat tatsächlich ein Karzinom. Ist in dem Arztbuch niedergelegt. Ja, okay. Ja, also man muss dann dem Patienten willen, wir hätten sowieso schlechte Chancen, ne, aber man muss einfach, wenn jemand das für sich festlegt, muss man dem Patienten willen folgen, definitiv. Ne. Okay? Okay. Ja. Okay. Wie ist es für Sie? Sollen wir Sie Ihnen jemanden bestellen, Seelsorger oder jemanden, der Ihnen hilft? Ne? Sie haben so ein bisschen damit gerechnet. Ich habe nicht gerechnet. Ja. Ist es plötzlich passiert? Der Hausarzt war da und sie hatte Schmerzen in der Beckengegend. Hat mir ein Rezept ausgestellt, das habe ich geholt. Und als ich zurückkam, war es am Atmen, aber ich habe sie nicht mehr wach bekommen. Also ist das ganz plötzlich eigentlich gekommen. Davor war sie noch relativ klar, oder? Ja, vorher war sie klar. Okay. Vielleicht ist es für Sie natürlich auch
leichter so als eine lange Zeit von Leiden, aber man weiß es halt einfach nie. Ne? Das kann man nicht vorhersehen. Ne? Und sie war erst vor ganz kurzer Zeit wieder aus dem Krankenhaus hier. Ja, genau. Mhm. Ja, vor ihrem Dienstag. Ja. Und das war schon, die Krebserkrankung ist ja schon länger bekannt, aber das ist jetzt wieder neu aufgetreten. Sie hatte ja Lymphdrüsenkrebs vor 2 Jahren. Mhm. Das war angeblich ausgeheilt. Ausgeheilt, aber jetzt ist es trotzdem wieder aufgetreten. Ja, und jetzt haben sie hier in der Lunge etwas gesehen. Ja. Wir haben sie jetzt in ihr Bett gelegt und wir würden sie so da jetzt liegen lassen, bis der Hausarzt kommt. Ne? Als Arzt lernt man, fremde Schicksale nicht zu nah an sich rankommen zu lassen. Man könnte daran zerbrechen. Hm. Alles okay, oder? Mir geht's schlecht. Nicht so, dass es, aber mir geht's schlecht, wenn ich da liegen sehe. Auch wenn für die meisten Notärzte ihr Beruf Passion ist, auf solche Einsätze verzichten sie gern. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Man möchte natürlich keinen Patienten mit einem Tumor leiden, das nicht mehr behandelbar ist. Und der seinen Willen geäußert hat, nicht wiederbelebt zu wollen, den möchte man nicht reanimieren, weil man muss dem Patientenwillen folgen. Aber die Routine ist eher die Reanimation. Das trainiert man permanent. Das ist jetzt keine Routine, dann das einfach abzubrechen in der Situation. Aber kostet das Überwindung? Das kostet natürlich Überwindung, weil man für sich eine Sicherheit herstellen muss. Ist die Situation wirklich so, wie sie sich auf den ersten Blick darstellt? Und deshalb probiert man natürlich erst noch Informationen zu kriegen, noch ganz schnell, um das für sich auch abzusichern.